So, hallo und willkommen zur zweiten Nachverkostungsvideofizierung von den aktuellen großen Gewächsen. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei Spätburgunder-Pinot Noir. Dieses Mal haben wir große Gewächse dabei aus der Pfalz, aus Rheinhessen und aus Baden. Und natürlich dazu noch ein paar nicht große Gewächse, die glaube ich alle aus der Pfalz, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Wir fangen sofort an, damit das nicht langweilig wird. Ich bin, wie man sieht, immer noch allein. Das wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht mehr ändern, fürchte ich. Außer es kommt wer und probiert mit. Also das ist in erster Linie mal rauchig. Das ist schon ein deutliches, wenn auch gutes Holz. Dann kommen rote Beeren, ein bisschen was Schwarzbeeriges hat er dabei, aber das ist doch trotzdem mehr auf der roten Seite. So ein bisschen was Vegetabiles hat er, so ganz spurrote Beete, so in die Richtung geht es. Und auch was so ganz typisch ist für Spätburgunder, so ein bisschen angetrocknete Champignons. Das Ganze ist recht aufgeräumt, trotz des Holzes. Wie gesagt, das ist gutes Holz, wenn wirklich merklich. Ja, rotfruchtig geht es auch im Mund weiter. Man kann mit ein bisschen Fantasie so ein bisschen schwarze Beeren und dann auch Kirschen und sowas rausschmecken. Aber das Wesentliche ist schon das Rote an der Frucht. Dann kommt wieder so leicht rauchiges Holz. Wobei das am Gaumen weniger deutlich ist als in der Nase. Die rote Beete haben wir auch hier wieder in Ansätzen. Dahinter kommt auch was ja, salzig-mineralisches dazu. Ein bisschen Kräuter dabei. Das hat schon Leben und es hat vor allem auch Frische. Das ist jetzt schon die dritte Probe von allen Weinen übrigens. Und das hat gestern schon an Frische gewonnen und das hat das hat heute auch nochmal zugelegt. Das war also gar keine schlechte Idee, da noch einen Tag zu warten. Das hat durchaus Eleganz, das hat keinerlei Schwere, es hat einen schönen Säurebiss. Und wie gesagt, wird mit der Luft immer frischer. Steckt das Holz auch richtig gut weg. Ja. Kann man trinken, sagt der Franke. Ah, ist interessant. Das ist Battenfeld Spanier. Und zwar ist das 18 Kirchenstück, großes Gewächs. Und das war wirklich am ersten Tag so ein bisschen gedeckt und auch so leicht rustikal. Und diese Rustikalität hat er jetzt komplett abgelegt. Also, braucht Zeit. Also das war, wer es nicht weiß, Rheinhessen. Ja, das hat auch was leicht Rauchiges, aber da sind diese vegetabilen Noten fast deutlicher noch als bei dem Vorgänger. Und das ist weniger rote Beete, das geht ein bisschen in Richtung Aubergine. Dann kommen Kräuter dazu, ein bisschen was Florales. Florales. Die Aubergine habe ich vorsichtshalber nicht drinstehen. Schreiben wir es nein.
Das wirkt alles recht geradlinig und geschliffen. So ein ganz, ganz leichte Spur zwiebelig ist es in der Nase. Das ist ja geradlinig, das ist saftig, das hat gewissen Schliff, ganz moderates Holz. Das hat schon eine gewisse Kraft und so ganz leichte Alkoholwärme, aber auch, ja, trotzdem keine Schwere. Ja, kommt nicht ganz an den Battenfeld Spanier ran. Ist nicht ganz so tief, nicht ganz so komplex, aber es trinkt sich schön. Eine winzige Spur trocknend ist das hinten raus. Das ist. Moment, schnell umstecken. Das ist das Staatsweingut Freiburg mit dem 18er Blankenhansberger Doktorgarten. Man merkt das auch im Abgang, da hat er nicht ganz so viel Komplexität, Feinheit und Nachdruck wie der Vorgänger. Es wirkt ein bisschen konzentrierter, auch in seiner ganzen Charakteristik etwas frischer. Es hat wieder so einen rauchigen Holzton, ja, der auch ganz leicht was Röstiges dabei hat. Da sind die schwarzbeerigen Noten deutlicher, auch die Kirsche ist deutlicher als bei den Vorgängern. Und das Holz geht so ein bisschen in Richtung Gewürze. So Brotgewürze, so in die Richtung geht es. Und dahinter kommt auch Mineralik. Es hat auch eine gewisse Tiefe und Komplexität schon in der Nase. Das ist auch im Gaumen sehr frisch, ziemlich saftig, hat eine gute Substanz. Noch ein jugendliches, so ganz, ganz leicht antrocknendes. Aber man merkt schon, dass das Tannin reif ist. Also, dass das bei der Trockenheit nicht bleibt. Vor allem, weil der Wein durchaus Volumen hat und wirklich viel Saft. Aber eine gewisse Kraft, ohne jetzt, dass das schwer sein sollte. Schwer sein sollte, ich rede wieder einen Unsinn. Also, ohne dass das schwer ist. Hat frische Substanz, Griff, gute Struktur. Für 90 reicht es mir nicht ganz, aber dennoch ist das ein sehr schöner Wein. Vor allem, weil hinten raus dieser Saft sehr klar und frisch und nachhaltig bleibt. Das macht schon Spaß. Das ist das Weingut Jülk, also kein großes Gewächs, das ist ja kein VDP. Okay, ist mittlerweile ja kein Hindernis mehr, aber sie bezeichnen es halt nicht so. Das ist Schweigener Sonnenberg KB 18. Das macht schon Spaß. Das hat jetzt gleich von Anfang an so leicht pilzige Noten dabei und ein bisschen Speck. Vielleicht ein bisschen deutlicher reinschreiben. Das Holz ist ganz leicht röstig und auch so hat auch so was Tabakiges dabei. Die Frucht ist eher dunkel, also da sind deutlich mehr schwarze Beeren dabei.
auch wieder was leicht kirschiges. Wobei das gestern offensichtlich deutlicher war, so wie das in meinem Text steht. Aber es hat Festigkeit und eine gewisse Tiefe. Und so geht es weiter. Also es ist auch im Mund relativ dunkel. Es ist ein sehr herber Charakter. Das Tannin ist noch präsent. Nicht wirklich trocknend, aber es ist halt schon noch relativ beherrschend für Pinot Noir. Dann kommt so eine Spur Rauch und so ganz leicht dunkles Holz, aber ohne diese auffällige Röstung, die wir heute auch schon hatten. Das ist alles noch recht jugendlich. Hinten raus kommt dann ein bisschen Mineralik. Und dann bleibt es auch sehr herb. Das ist jetzt nicht der große Schmeichler, aber ich glaube, dass sich das erstens sehr gut entwickelt und zweitens ein ganz exzellenter Essensbegleiter wird, wenn das ein bisschen weiter gereift ist. Was haben wir? Das ist das Weingut Friedrich Becker. Und zwar ist das der 16er Schweigener Ortswein. Die sind also deutlich später dran als die meisten Kollegen. Und da ist es wieder ganz andersrum. Da bleibt wirklich hinten wieder viel stehen, auch wenn das sehr herb ist und sehr, naja, nicht schmeichelnd in dem Fall. Aber man merkt hinten schon, was das an Konzentration hat und da bleibt eine ganz dunkle, herbe Frucht stehen, die Mineralik ist da. Das wird sich also schon sehr, sehr gut entwickeln. Na ja gut, und kostet mit 22 Euro auch nicht die Welt. Da hatten wir schon teurere, die da nicht ganz hinkommen. Das hat auch etwas relativ Dunkles in der Nase und ist sehr deutlich vegetabil. Auch da ist wieder ein bisschen rote Beete dabei. Das geht überhaupt ein bisschen in Richtung Wurzelgemüse. Aber es ist fest und klar konturiert. Es hat eine gewisse Kraft auch in der Nase. So pfeffrige Noten, ein bisschen was Erdiges dabei. Schon auch Mineralik. Und so trockenkräuterig ist das leicht. Das ist eine ziemlich reife Frucht. Sehr saftig. So ganz, ganz kleinen Anflug von was Eingemachten hat es dabei, so eine gewisse Wärme. Aber die Frische überwiegt schon. So einen schönen Säurebiss, sehr feines Tannin, das schon jugendlich ist noch, aber mürb. Ja, diese Pfeffernoten sind hinten wieder spürbar. Was deutlicher geworden ist, seit gestern und vorgestern, sind diese Trockenkräuter, die schon in der Nase da waren und die am Gaumen schon ziemlich deutlich sind. Geht fast ein bisschen in Richtung mediterrane Kräuter. Und hinten raus hat es einen schönen Saft, ganz moderates Holz. Das kann man jetzt schon trinken eigentlich, nur ich glaube, ich tut ihm so ein Jahr weitere Reife trotzdem gut. Aber dieser kühle, trotz dieses teils eingemachten, kühl wirkende Saft, das macht schon Spaß. Da sind wir jetzt in Rheinhessen. Das ist St. Antonis, Paterberg, großes Gewächs, auch 18.
Stöpsel. Auch da langt es mir nicht ganz, was Tiefe und Komplexität angeht für die 90. Da sind wir also noch nicht, aber es ist ein sehr schöner Wein. Der vor allem richtig Trinkspaß macht. Da sind wir wieder ein bisschen auf der rauchigen Seite. Die vorsichtshalber nicht drin steht. Und hat so was getrocknet Pflanzliches drin, erdige Töne. Pilze wieder, diese angetrockneten Champignons. Was ganz leicht Tabakiges und Röstiges dabei. Und auch wieder so. Ein bisschen erdig mineralische Anklänge. Die Frucht wirkt recht reif. So eine Mischung aus roten und schwarzen Beeren. Hat so eine ganz leicht dunkle Holzwürze dabei, die aber überhaupt nicht aufdringlich ist. Fehler rausmachen. So ein bisschen rauchig und speckig hinten. Aber das war schon deutlicher offensichtlich, so wie das da drin steht. Also die Frucht legt also über Tage zu. Bleibt aber sehr herb. Also das ist nicht so ein sehr saftig schmeichelnde Frucht, sondern die muss man sich schon schön trinken. Naja, schön trinken ist Quatsch. Schön ist die Frucht schon. Aber halt, es hat nichts Schmeichelndes, es ist halt herb. Dabei ziemlich fest. Hinten raus hat es noch eine Spur was Sprödes vom Holz. Aber es ist nicht so viel, dass man jetzt Angst haben muss, dass das mit der Reife nicht wegginge. Vor allem hat es einen schönen Zug hat hinten raus. Und da bleibt eine sehr, sehr klare Frucht stehen, die auch das Tannin nicht ausbremsen kann. Das zeigt also schon, dass das eine gute Zukunft hat. Das ist wieder ein großes Gewächs aus der Pfalz, dieses Mal. Das ist Bergdold und zwar ist das der Duttweiler Kalkberg. Das ist noch so ein Behelfsetikett. 18 wieder. Also das werden wir heute noch ein paar Mal haben. Dass die Etiketten noch nicht fertig sind. Und die Weine ja zum Teil auch noch nicht im Verkauf. Das hat hinten raus, so jetzt im Nachhall, so eine ganz eigene, ein bisschen geräuchert vegetabile Note. Ziemlich interessant. Das ist fest und herb, das ist relativ dunkel. Es hat schon rotbeerige Noten auch, aber es ist schon fast mehr Schwarzes. Dabei ziemlich geschliffen. Es hat dann so einen leichten Teer, an Asphalt erinnernden Beiton mit drin. Pfeffer, so was Ätherisches, wieder leicht mediterran, kräuterig. Und schon eine gewisse Tiefe in der Nase. Ja, das ist noch ziemlich unentwickelt. Das ist ziemlich fest. Der schöne, saftige, am Gaumen nicht ganz so schwarz wirkende Frucht, wie das in der Nase der Fall ist. Hat schon schwarzbeerige Aromen, gar keine Frage. Aber es ist auch was Rotes dabei. Dann kommt so ein bisschen rauchiges Holz. Vielleicht so Hauch Granatapfel. Auch
die leichte Säure vom Granatapfel. Also das hat ein schönes Rückgrat. Das ist sehr präsent, das Tannin, das man da schmeckt. Aber das Tannin ist reif und es ist fein. Es hat auch einen ganz festen Kern. Also das ist eigentlich der erste Wein, der das so schmeckbar hat, dass man fast glaubt, man kann diesen innerer Kern, das ist natürlich Tautologie, fast zerkauen kann. Das braucht ein bisschen Zeit, aber jetzt sind wir tatsächlich bei berechtigten 90. Das hat auch eine schöne Komplexität und das hält sehr lange hinten und da bleibt nicht nur der Rauch vom Holz stehen, sondern viel von dieser sehr saftigen, präzisen, dabei herben Frucht. Da sind wir in der Pfalz und zwar ist das wieder Friedrich Becker und das ist der 2015er Herrenwingert. Naja. Also da schadet ein weiteres Jahr oder sogar zwei gar nicht. Ganz andere Nase. Das ist rauchiger, ein bisschen roter, ein bisschen säuerlicher auch. Das ist eher kühl. Es hat Schliff und gewisse Mineralik im Hintergrund. Was er auch hat, ist dieser Granatapfelton, den der Vorgänger auch hatte. Aber das Holz ist ein anderes. Ansonsten die Frucht ist roter, ziemlich fein, sehr anregende Nase, das so ganz feinen Tabak dabei, wieder so ganz leicht mediterrane Kräuter. Das ist jetzt relativ weit auf der hedonistischen Seite. Das ist eine ganz feine, aber ziemlich saftige Frucht. Nicht so herb wie der Vorgänger, sondern, also nicht, dass das Restzucker hätte oder so, aber es ist, diese Frucht hat so eine Frische und so ein Leben und so. Und ist so eingängig. Überwiegend rot, das hat sogar ein bisschen Hagebutte dabei. Und das ist sehr geschliffen. Das ist etwas sehr Lebendiges. Sehr feinen Saft und Schliff. Und ein ganz reifes, ganz feines, mürbes Tannin. Hinten raus dann Mineralik. Und dann bleibt es auch im Abgang sehr kühl. Also, das ist wie kühlend. Ne? Das ist also irgendwie, es ist so warm draußen. Ich sehe es nicht, weil ich die Rollos runter machen musste, weil die Sonne rumkommt, aber es drückt warm rein und der Wein kühlt richtig. Hinten raus hat er so einen Hauptpfeffer. Ja, und das ist der eleganteste von allen bis jetzt. Ganz eindeutig. Schöne Länge. Und man glaubt fast so Salzkristalle zu schmecken. Also es ist sehr mineralisch. Man merkt es auch an den Zähnen. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Ah ja. Da hätte ich das jetzt gar nicht hingeschickt, obwohl ich ihn schon zweimal probiert habe. Aber das ist Kühling-Gilot, also Rheinhessen. Das ist 18 Oppenheimer Kreuz. Ich hätte jetzt fast gewettet, ich habe Huber im Glas, aber das stimmt nicht. Also das macht schon richtig Spaß. Ah ja, ist auch als Lieblingswein gekennzeichnet.
Da verstehe ich mich selber gerade. Ausnahmsweise. Also, wie man sieht, dadurch, dass ich allein bin, normalerweise lasse ich mir hier einschenken und dann sehe ich nichts. Dann muss ich die Weine gar nicht verhüllen, aber jetzt, wo ich es alleine mache, sind sie halt verhüllt, weil es einfach gescheiter ist, das noch einmal blind zu machen. Das wirkt sehr jugendlich. Fast, wirklich fast, so ein Hauch reduktiv noch. Es ist relativ dunkel. Dann kommen neben den schwarzen und roten Beeren auch wieder Kirschen. Das hat leicht hefige Töne und die gehen, und das machen die manchmal ganz gern, ein bisschen ins Speckige über. Da kommen so Trockenkräuter wieder leicht ins Mediterrane gehend und eine recht deutliche Mineralik. Und wieder ein Hauch Pfeffer, der noch nicht drin steht. Das ist schon ein Motzsaft. Eine sehr, sehr straffe, aber brillante, ungemein saftige Frucht. Auch wieder ziemlich kühl. Also das hat so einen Effekt im Mund wie Eiskonfekt. Also ohne, dass das jetzt so schokoladig wäre. Das Holz ist fast nicht spürbar. Aber diese Frucht kühlt so runter. Sehr, sehr schön. Es hat viel Leben. Hinten raus etwas kreidig-salziges. Eine ganz winzige Spur Schokolade kommt im Hintergrund, aber diese frische, saftige, präzise Frucht, die beherrscht den Wein. Der Pfeffer kommt auch wieder hoch. Das ist interessant, dass ich den nicht reingeschrieben habe. Die ganzen 2 Tage ist mir das nicht so aufgefallen wie jetzt. Das ist ein bisschen aromatischer Pfeffer, also es geht so ganz leicht ins Ätherische. Also das ist freilich noch sehr jung, aber da magst du zu trinken gar nicht aufhören. Ich würde trotzdem noch ein Jahr warten. Aber dieser Saft ist schon ungeheuer animierend. Ja, ist auch ein Lieblingswein. Jetzt sind wir beim Huber. Also, es ist so, wenn ich das abspeichere, poppt bei mir ein Bild auf und zeigt mir, was es ist. Und zwar ist das offensichtlich neu bei Huber, die Köndringer Alte Burg 2018. Großes Gewächs. Das ist schon ein großer Spaß. Auch es bleibt nicht nur der Saft hinten stehen, sondern auch diese ganz eigene, ungeheuer animierende Mineralik. Das ist sehr erfreulich. Das bleibt so leichtfüßig dabei und trotzdem ist es ernsthaft. Das ist schon sehr gekonnt. Da sind wir ja auch schon nicht mehr bei 90, sondern bei 92 mittlerweile. Ich weiß immer nicht, ob ich die Noten dazu sagen soll oder will. Und eigentlich geht es wirklich darum, was die Weine einem erzählen. Ja, da sind wir deutlich mehr wieder in Richtung rote Beete unterwegs. Also da kommen die vegetabilen Anteile, die eigentlich ja typisch sind für Pinot Noir auch. Die kommen hier wieder deutlicher heraus. Ja, steht auch drin. Als bei diesen sehr fruchtbetonten 2 Vorgängern.
Es hat wieder einen Hauch Pfeffer. Da steht da drin, aber das ist so Langpfeffer. Wer das kennt, der ganz, ganz wichtiger Bestandteil von allen möglichen Schmorgerichten, das hat so eine ganz tiefe, warme Schärfe, dieser Langpfeffer. Und es riecht sehr, sehr eindeutig danach. Das hat schon auch einen Mordsaft. Naja, da steht drin helle Frucht, aber die hat jetzt an der Luft nachgedunkelt. Und dann kommen Kirschen dazu, wieder ein Hauch Granatapfel. Und so eine Spur Zitruszesten. Das hat gestern, also das lese ich hier, noch so rauchige und schokoladige Töne vom Holz, die sind fast vollkommen weg heute. Das ist sehr frisch, präzise, lebendig und hinten raus ungemein saftig. Es bleibt immer so dieser leichte rote Beete-Ton dabei. Aber das Gemüsige ist nur Kolorierung. Es ist wirklich, wirklich das Wichtige ist die Frucht und ein bisschen dieser ätherische Pfeffer. Und dann kommt Mineralik so hinten raus. Dann kriegt man wirklich Salz mit. Und auch wie komplex der Wein ist. Der arbeitet richtig nach. Ja, das ist schon auch ziemlich, ziemlich schön. Man schon auch sofort weiter trinken, obwohl das noch so jung ist. Schön. Na gut, da sind wir wieder bei Hube. Das ist jetzt die Bombacher Sommerhalde. Großes Gewächs, 18. Wie man sieht, Behelfsetikett, Handstöpsel. Ja. Das sowas wird heute Abend, glaube ich, getrunken. Das bleibt dann so wunderbar stehen da hinten. Diese Frucht breitet sich aus. Und es hat so eine geniale Abstimmung zwischen dieser Frucht, diesen Rote-Bete-Tönen, dem Salz, dieser pfeffrigen Würze. Das ist ziemlich gut. Also ich knicke jetzt an dieser Hülle nicht, weil ich nachschauen will, was das für Wein ist. Das kann ich gar nicht sehen, sondern weil ich hier meine Probennummer nachschauen muss, damit ich das richtig eingebe. Aber wie man gesehen hat, ist nicht zu erkennen, was es ist. Ja, das ist sehr fest. Auch das hat noch so ganz leicht hefige Töne. Die wieder, das haben wir vorhin schon gehabt, so ein bisschen ins Speckige gehen sind, wie ich erzähle wieder einen Unsinn. So ein bisschen Pilze mit Speck. Wenn man ganz viel Fantasie hat, auch Röstzwiebeln, aber es kann durchaus sein, dass ich mir das einbilde, weil ich das Essen so im Kopf habe. Kommt Hauchteer. Wieder diese rote Beete dabei. Was Rauchiges. Wieder so ungeheuer viel Saft dabei. So ganz feste Frucht. Ein bisschen dunkler. Als das, was wir davor hatten, hat wieder diese rote Beete dabei. Das geht ja ganz leicht ins Erdige. Dann kommt der Pfeffer und dann kommt Mineralik.
so ein bisschen was Spielerisches an Cocktailkirschen erinnern, so ein bisschen so einen süßlich-saftigen Touch, ohne dass das Restzucker hätte. Und dann wird es ätherisch. Und wieder hat man den Eindruck, so fast ein wenig auf diesen Salzkristallen rumkauen zu können, weil es so mineralisch ist. Da muss man ein bisschen warten, weil er hat eine ganz kleine Spur was Antrocknendes hinten raus. Aber es ist nur Spur. Er kommt auch in der Tiefe, haben wir das verstanden, Tiefe, nicht ganz an den Vorgänger ran oder die zwei Vorgänger. Es ist eine Spur drunter, aber es ist sehr, sehr gut. Ja, das war von der Performance fast klar, dass das wieder Huber ist. Das ist jetzt der Malterdinger Bienenberg 18. Ganz anders. Es hat etwas ziemlich deutlich Florales und Tabakiges in der Nase. Und auch so eine leichte Reduktion. Der Tabak steht nicht drin. Aber das hat schon eine gehörige Konzentration. Und Tiefe in der Nase. Ich muss jetzt nachschauen, ob das nur Bläschen sind oder Fruchtfliege. Es sind aber nur Bläschen. Das hat ein bisschen dunkle Röstung, aber die ist wirklich nur angedeutet. Der Tabak ist sehr, sehr nobel, nachdem das riecht. Und dann kommen schwarze Beeren, rote Beeren, Kirschen, Hauch, Pfeffer, ein bisschen aromatischer Rauch. Naja, das hat schon Motzkonzentration. Das ist sehr, sehr saftig. Ganz reife, dabei frische, auch total jugendliche Frucht. Das hat schon einen winzigen Hauch, was Eingemachtes. Aber das wirkt überhaupt nicht gekocht oder breit oder so, ganz im Gegenteil. Das liegt einfach daran, dass diese Frucht so konzentriert ist. Das hat sogar noch eine winzige Spur Kohlensäure dabei. Ein ganz, ganz nobles, sensationell gut eingesetztes Holz. Ganz brillanten Saft. Wunderbares Tannin, das also präsent ist, aber ungeheuer reif und fein und mürb. Und dann wird es sehr komplex. Also das ist klar der größte Wein bis jetzt. Es hat fast was Strahlendes. Und trotzdem richtig Substanz und Tiefe. Das ist schon sehr gut. Ja, und da kann er nicht mit Holz umgehen, weil das ist zwar merkbar, aber es ist ideal eingebunden. Da sind wir wieder bei Jülk. Dieses Mal Opus Oscar 18. Also sein überdrüber, auch preislich. Kostet über 80 Euro. Aber es ist schon auch saugut.
sollte man 2 Jahre liegen lassen, am besten. Aber das ist schon ein Riesenspaß. Man kann das auch jetzt schon trinken, wenn man unbedingt muss. Jetzt, wo er offen ist. Ich muss. Leider. Leider, 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 leider. Muss ich das trinken heute Abend. Aha. Das ist vom Charakter her anders, aber das ist ähnlich zwingend wie der Wein, den wir vorher hatten. Das ist eine sehr präzise Frucht. Auch der hat was Tabakiges in der Nase. Kann man wieder nicht drinstehen, vorsichtshalber. Ja, das hat sich auch mit der Luft entwickelt. Das war deutlich floraler gestern und vorgestern. Also das lese ich halt hier wieder raus. Also ich sehe hier nur den Text, den ich geschrieben habe. Also ich habe keinen Anhaltspunkt, welcher Wein das ist, sondern ich sehe nur den Text. Das ist relativ dunkel, dabei sehr, sehr fein in der Nase. Dann kommt ein bisschen Kirschen dazu. Was Mineralisches im Hintergrund, so ein Hauch Speck ist dabei. Auch das wieder ganz leicht an der Grenze zur Reduktion. Aber schon diesseits der Geschichte. Stimmt das? Diesseits der Reduktion oder jenseits der Reduktion? Ja, ich glaube, jenseits ist besser. Jenseits der Reduktion. So grad rausgeschlüpft. Wenn ich Unsinn erzähle, einfach nicht hinhören. Das kommt halt vor. Das ist ganz anders als dieser Opus Oscar aus der Pfalz. Da ist die Frucht wieder ein wenig schmeichelnder. Wobei das einen ziemlich kühlen Saft hat. Ein ultrafeines Tannin. So ein bisschen so Blutorange kommt da mit. Wieder Granatapfel ist da dabei. Schöner Säurebiss. Sehr, sehr präzise Frucht, ganz, ganz mürbes Tannin. Nur ist es nicht weich, also nicht falsch verstehen. Das hat schon Zug und Griff. Also, soll ich das sagen, durch dieses Geschmeidige, das er hat, glaube ich, könnte man den leicht unterschätzen. Was wirklich stark ist, ist diese Tiefe, diese perfekte Balance. Und dann steht das da hinten mit seiner ruhigen, in sich geschlossenen, feinen Frucht. Und dann kommt wieder Pfeffer im Übrigen, der vorsichtshalber nicht drin steht. Aber der ist sehr, sehr deutlich, so ganz feiner aromatischer Pfeffer. Also dem gebe man auch noch so 2 Jahre, auch wenn er jetzt so schmeichelnd ist. Aber diese Tiefe, die er hat, die deutet sich im Moment nur an. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Gut, das war's schon mit diesen großen Gewächsen. Das ist nochmal Huber. Und zwar sind wir diesmal beim Schlossberg. Den Wildenstein hat er noch gar nicht mit angestellt, keine Ahnung warum.
kommt vielleicht noch, werden wir in einem der nächsten Videos ja dann merken. Wie gesagt, das war's für dieses Mal. Das ist noch aufgenommen in Vorwiesbaden, das heißt, wir brauchen noch ein paar Tage, bis das veröffentlicht wird. Und nach diesem Wochenende geht es dann weiter mit anderen großen Gewächsen, dann wird es auch weißer werden, endlich. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ciao.